Hallo da draußen. Mein Name ist Kerge und wir sind mal wieder unterwegs in Banished, wo gerade der Winter schon Einzug zu halten scheint. Aber ganz so ist es noch nicht. Wir sind eigentlich erst im Herbst, aber wir haben schon trotzdem schon Minusgrade. Das ist ein früher Winter und das wird ein harter Winter. Wir haben aber gut vorgesorgt. Wir haben einige Fischer, die auch im Winter weiterhin für Nahrungszustrom sorgen können. Wir haben dafür gesorgt über den Woodcutter. Die Station ist gerade nicht besetzt, aber wir haben genügend Feuerholz auf Reserve. Hier sieht man es auch. Bei 200 war das Limit gesetzt. Wir sind bei 216 aktuell. Dafür haben natürlich auch die ganzen Baumstämme, die wir hatten, weggefressen. Es könnte sogar sein, dass wir gerade hier gar keine mehr freigegeben haben. So machen wir das mal. Dass hier schön fleißig weiterwerkeln können, unsere Leutchen. Für unsere weiteren Bauvorhaben. Denn hier, um diese Försterhütte, soll ja ein wunderbarer Wald zum Jagen und Sammeln entstehen. Das ist der Plan. Dann bauen wir noch ein paar Häuschen hier. Gegebenenfalls noch eine weitere Dings hier, eine weitere Scheune. Beziehungsweise hier so ein Stockpile wäre auch sinnvoll für das Holz, das hier unten anfällt, denn der Forester, der fällt ja auch immer mal wieder Bäume, der pflanzt ja nicht nur nach, sondern der dünnt auch aus. Und das bedeutet, wir haben dann einen steten Zustrom an Holz, das aber natürlich auch irgendwo zwischengelagert werden muss. Und damit der Kollege hier nicht ganz so weit laufen muss, würde ich sagen, setzen wir die Sammlung dafür am besten hier unten an. So, einen Forester können wir direkt schon mal abstellen dafür, wunderbar. Erstmal nur einen, später können das ja noch ein paar mehr werden, das ist überhaupt kein Thema. Ich frage mich, ob das sinnvoll ist, hier unten jetzt Häuser zu bauen. Ja doch, genug Ressourcen haben wir eigentlich. Eigentlich haben wir genug Ressourcen. Andererseits... Boah, das ist wieder so eine Frage. Wie fange ich jetzt am besten an? Ich bräuchte eigentlich Häuser hier unten. Zum einen, damit die Population größer wird und zum anderen, damit hier die Arbeitswege kürzer werden. Gleichzeitig könnte ich aber auch hier unten einen Jäger gebrauchen und hier oben im Ort dann am besten irgendwo noch einen Schneider. Dass wir Kleidung haben für den Winter. Gleichzeitig könnte ich hier den Sammler gebrauchen. Und während ich darüber nachdenke, läuft das Spiel weiter und ich habe mit gar nichts angefangen. Tja. Mit irgendwas muss ich ja mal anfangen, ne? Also würde ich sagen, ich beginne mit dem Jäger. So, die Hütte, die müsste, glaube ich, nach hier rechts offen sein, genau. Mache ich jetzt einfach mal so. Und da haben wir unser neues Bauprojekt. So, hier wird dann Mais angebaut. Das heißt, sobald der Winter rum ist, können wir 4 Fischer abziehen, stattdessen 4 Farmer hier einsetzen. Und so werden wir schon irgendwie über die Runden kommen. Denke ich mal schon. So ein Bauprojekt für den Winter ist natürlich auch sehr ungünstig. Denn die Laufwege sind weit. Hier oben ist unsere Materialsammlung, von da aus muss der Camp jetzt erstmal hier runter. Aber ich denke mal, das hier sind Laufwege, die ich noch verantworten kann. Mehr sollte es natürlich nicht werden, aber das hier, denke ich mal, sollte noch klar gehen. So, hier oben die Steine können wir noch eben aufsammeln. Eisen können wir auch noch aufsammeln und ganz ehrlich, der eine Baum, der da ist, ja, warum eigentlich nicht? Überhaupt der ganze Stein und Eisen, was hier noch rumliegt. Müssten wir eigentlich auch noch aufsammeln. Denn überall, wo Stein und Eisen liegt, können ja keine Bäume wachsen, ne? Der Platz ist ja schon weg. So. Gut. Und der Rest ist jetzt erstmal, warten, sage ich mal. Wir haben frühen Winter jetzt sogar. Unseren Ressourcen geht es im Moment sogar noch einigermaßen. Ja genau, einen Schmied werden wir auf Dauer natürlich auch noch brauchen. Und ich hätte ganz gerne einen Handelsposten. Denn
Das ist jetzt die Überlegung, die ich hier ganz gerne umsetzen würde. Ich weiß nicht, ob wir das so hinkriegen. Aber ich würde ganz gerne klarkommen ohne Steinbruch und ohne Mine. Und das heißt, wir brauchen von irgendwelchen anderen, möglichst nachwachsenden Sachen, Felder, Farmen, was weiß ich, so viel Überproduktion, dass wir damit handeln können und dafür Kohlen und Steine und Eisen und was nicht all einkaufen können. Außerdem brauchen wir einen Händler, um überhaupt erstmal an Vieh zum Beispiel zu kommen. Denn der Jäger ist zwar eine schöne und gute Sache, aber wenn wir zum Beispiel Rinder hätten, um auf die Weise an Leder zu kommen, dann könnten wir vielleicht sogar ein bisschen Laufwege sparen, weil wir die Rinderherde irgendwo hier in die Nähe stellen. Na gut, und ich meine, Fleischproduktion ist natürlich sowieso immer eine gute Sache. Fleisch hält gut satt und macht unsere Leute happy. Hatten wir ganz gute Fischreserven, immerhin. Okay, verhungern dürften unsere Leutchen also eigentlich schon mal nicht mehr. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Würde ich jetzt sogar eigentlich ganz gerne mal langsam hier schon mal ein paar Häuschen hinsetzen. Dass zum Beispiel der Forester und der Jäger es nicht ganz so weit haben zu ihrem jeweiligen Arbeitsplatz. Ich warte aber mal erstmal noch ab, bis die hiermit fertig sind. Wir haben noch nicht mal angefangen bis jetzt. Warum eigentlich nicht? Wir haben noch nicht mal diesen Ort hier freigemacht. Bauen die hier noch irgendwas anderes gerade? Ne, 3 von 3 und alle 3 sind hier drauf angesetzt. Verstehe ich nicht. Wo sind denn die alle? Das können wir doch eigentlich sogar ansehen, ne? Genau. Okay, einer ist hier, sammelt gerade Ressourcen und macht erstmal Mittag. Alles klar. Du hast dir gerade Fische geholt, alles klar, von mir aus. Und du, der pickt gerade auch irgendwelche Resources ab. Okay, seine Ressourcen sind aber keine Sandwiches, sondern der sammelt Holz. Na gut, von mir aus. Mir wäre es zwar eigentlich lieber, wenn die hier schon mal den Platz freimachen würden, aber... tja. Man konnte doch irgendwo die Priorität für Bauprojekte erhöhen. Option? Achso, die Option. Nee. Remove Roads? Nein. Collect? Nein. Remove? Nein. Das sind nur die verschiedenen Gebäude, die man noch bauen kann. Increase Priority, da ist es. Hier, Freunde. Hier, da, Bio, bitte. Ja gut, jetzt haben sie sowieso schon damit angefangen. Egal. Hauptsache Prio. So, na kommt schon, Leute. Ist noch allerhand Krempel, der hier weg muss. Nebenbei bemerkt, müsste hier eigentlich auch noch ein Stockpile hin. Und eine Scheune auch noch. Sinnvollerweise. Naja, später. Später. Wobei die sich jetzt schon die Laufwege sparen könnten. Ne, das machen wir sofort. So, hier kommt der Weg hin. Und das heißt, hier könnte ich jetzt eigentlich... Machen wir es mal so. Dafür sorgen, dass die hier ihr Material zwischenlagern können. Dass die Loks immer noch auf 0 stehen. Guckt euch doch an, was hier rumsteht. Aber das müssen wir jetzt natürlich erstmal nehmen, wegbringen und wieder herbringen, damit es dann als Baumaterial gilt. Im Moment gilt es noch als Schrott, der hier rumliegt. So. Das haben wir und jetzt fangen sie an, Material hierher zu bringen. Im Spätwinter sogar schon. Wir haben es fast geschafft. Reserve of Food is low. Aber wir... Nee, das ist eine alte Nachricht. Autumn 1. Ja, ja. Wir haben ja noch genug. Wunderbar, wunderbar.
Hier fangen gerade ein paar Bäumchen an zu wachsen. Weil das nämlich alles im Einzugsgebiet unseres Försters ist. Und er scheint bereits ganze Arbeit zu leisten. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Was? Dilettantina? Ist erwachsen geworden und arbeitet als Arbeiter? Schön. So, Leutchen. Hier, da kommen sie mit dem Material. Wunderbar. Dann haben wir das ja bald. Feuerholz haben wir noch. Das passt soweit. Jetzt muss ich nur aufpassen, langsam wird Zeit, unsere Farmer wieder hier zurückzuholen. Ich würde sagen, ich ziehe dafür tatsächlich ein paar Fischer ab. Sagt dann hier Farmer. So, Early Spring haben wir. Noch haben wir es minus 3 Grad. Noch können sie nicht anfangen, aber es wird schon bald. Das wird schon bald werden. Okay, die Steine fehlen noch. Haben wir noch Steine? Ja, wir haben noch paar Steine sind noch da. Ja, 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 ja. Hier, paar wenige Steine sind noch da. Easy. Okay, Wetter soll wohl besser werden. Es ist hell, aber es schneit noch. Es schneit nicht mehr, alles klar. Noch ist es zu kalt. Noch ist es zu kalt. Noch ist es zu kalt. Wow, der Winter lässt sich ganz schön Zeit mit dem Verschwinden. Wahnsinn. Immer noch minus 1 Grad. Oh, komm schon. Also langsam wird es aber echt Zeit hier. Wow. Was ein mieser Winter. In der Zwischenzeit ist aber unsere Jägershütte fast fertig. Schön. Wunderbar. Wunderbar. Wann haben wir? Reserve of Food is low. Ja, ja, natürlich. Was auch sonst. Wie sieht es denn in den Häusern aus? Ja, die haben noch 200 Kartoffeln im Keller. Die haben 200 Fische im Keller. Ich hoffe, die stinken nicht bei Zeiten. Ja, 170 Fische. 373 Fische, ihr raffgierigen Aasgeier. Was geht denn hier ab? Ja moin, selbst die haben 200 Fische gehortet. Okay, also easy. Erstmal easy. So, weitere Bilder brauchen wir nicht mehr. Würde ich sagen, zwei zusätzliche Fische hätte ich ganz gerne nochmal. Und was die Laborer angeht, ja, eigentlich wäre es ja sinnvoll, hier mit den Huntern mal anzufangen jetzt, ne? So, mindestens mal einer. Guckt euch das an. Egal, wo der hinschießt, der kann eigentlich nur treffen. Irgendwas wird er treffen. Ja, vielleicht nicht unbedingt die Kleinen. Da ist zu wenig Leder dran und zu wenig Fleisch. Aber ansonsten... Dann würde ich sagen, habe ich jetzt noch einen Laborer. Wir haben hier ein einigermaßen das Maß an Ressourcen. Ein paar Werkzeuge sind noch da. Und ein paar Jacken haben wir sogar noch. Ist alles gar nicht mal so viel. Ich zack mir mal einen Builder ab. Und der soll jetzt hier mal ganz gediegen über den Frühling hinaus. Der Lenz ist da. Wir fangen an, hier ein bisschen was Produktives zu schaffen. Hier. Hier kommt jetzt mal unser Schneider hin. Das tapfere Schneiderlein. Rohan ist erwachsen geworden und ist jetzt ein Laborer. Wunderbar. Das ist also mal wieder einer von denen, die hier fleißig Ressourcen sammeln können. Schön, schön. Und damit gleichzeitig dafür sorgen, dass hier Platz ist für mehr Wald. Oh, guckt euch an, die ganzen kleinen Bäumchen hier. Der Förster ist wirklich fleißig und überlegt euch mal. Hier, einer. Vier könnten da rein für dieses Waldstück, aber es ist nur einer. Und er leistet ganze Arbeit. Hier, da. Da wächst gerade eine kleine Birke heran. Schön. Schön, schön. Feuerholz haben wir immer noch mehr als genug. Dürfte jetzt über den Sommer auch nicht so sehr den Bedarf geben, behaupte ich jetzt einfach mal. Was ist denn das hier?
Haben die hier angefangen zu früh zu setzen? Ist das alles schon wieder kaputt gegangen? Kam nochmal Minusgrade oder was? Was ist hier los? Wo ist denn derjenige, welche der hier arbeiten sollte? Ja, wird schon seine Gründe haben. Ich hoffe, wir kommen hier noch einigermaßen klar. Sind der eine Bilder, den ich hier habe. Auch nur hier wächst jetzt gerade ein Baum oder was? Ja, schön. Ja, wo ist denn der eigentlich? Ja. Ah, die ist hier unten rumgelaufen und hat hier noch irgendwelches Material gesammelt. Okay. So, hier steht aber is working. Das heißt, im Prinzip müsste die jetzt eigentlich unterwegs sein hier hoch. Fische hat sie noch dabei. Warum schleppt die Fische von der Küste bis hier runter? Gut, als Wegzehrung vielleicht, ne? In dem, in dem Fall wäre es sinnvoll. Nein, nicht als Wegzehrung. Was machst du mit den Fischen? Du bringst die weg. Inventar leer. Wo willst du jetzt hin? Laborer. Hä? Ich wollte doch die Bilder sehen. Da. Picking up resources. Sag mal, willst du mich verscheißern? Du rennst hier runter, um den Stein abzuhaken? Tja, ich habe hier eben gelernt, wie es geht, ne? Priorität, hier, bitte. Go, go, go. Das funktioniert so auch gar nicht. Aha, hier war jetzt ein Laborer, hat jetzt hier freigemacht. Oder hat jetzt... Moment, nur so von der Überlegung. Hat jetzt gerade der Builder darauf gewartet, dass irgendwann mal irgendein Laborer hier vorbeikommt und diesen einen Baum dort fällt. So rein zufällig aus den ganzen Aufgaben, die die haben, bis da irgendwann mal einer hier vorbeikommt. Und jetzt fangen die erst an, hier zu arbeiten. Ist es das? Ist es wirklich euer Ernst? Tut das denn Not? Tja, also ich meine, so wie es jetzt ist, sollte ja dem Aufbau nichts im Wege stehen, ne? Wir brauchen Holz. Holz. Wir brauchen Steine. Steine. Und wir brauchen Eisen. Da. Eisen. Also ich sag mal, die Ressourcen, die wir brauchen, die sind wirklich gerade um die Ecke. Braucht man nur hier irgendwie zwischenkraxeln, einmal kräftig, kräftigen Schub hier gegengeben. Keine Ahnung, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass man sich hier zwischenstellt und dann mit beiden Beinen da so gegentritt und dann fällt der ganze Scheiß hier runter und ist hier am Bauplatz. Easy. Kurze Arbeitswege. Und genauso wird es jetzt nämlich auch gemacht. Warum nicht direkt so? Warum nicht direkt so? Es hätte so einfach sein können. Dann haben wir hier bald einen Schneider, der sich die, hier, Leder, der sich die Tierhäute schnappt und daraus Jacken klöppelt. Wie schaut denn das hier aus? Wir sind im frühen Sommer. Ah, jetzt sieht alles gut aus, jetzt sieht alles gut aus. Und hier unten die Kante, wo ich schon dachte, dass die vielleicht kaputt sein könnte, die ist jetzt doch nachgewachsen. Wunderbar, schön. Schön, schön, es wird doch. Unsere kleine Ansiedlung hier. Wir doch. Gefällt mir gut. So, und sobald wir das hier haben, kommen da unten zu unseren Förstern. Hier. Da kommen dann noch ein paar Häuser hin. Soweit so sinnvoll, ne? So ein bisschen Eisen fehlt hier noch, aber Eisenvorräte haben wir ja auch noch. Alles überhaupt kein Problem. Unsere Fischer tun, was wir können, um hier unsere Nahrungsmittelreserven aufzufüllen. Das ist tatsächlich ein Problem, wo ich mir noch ein bisschen Gedanken drum mache. Wenn wir jetzt mehr Häuser bauen, dann müssen die ja auch erstmal aufgefüllt werden. Das heißt, dafür bräuchten wir eigentlich ein paar mehr Überschüsse. Müssen wir mal gucken, ob wir dafür vielleicht gerade irgendwie so eine Ernte hier abpassen oder so.
Wenn wir jetzt hier, stellt euch das einfach mal gerade vor, hier wird gerade ein Haus fertig. Drei Leute ziehen ein. Und jetzt ist aber eben geerntet worden und die Ernte haben die hier schon unter sich aufgeteilt. Die Häuser sind voll, die Scheune ist leer. Aus den anderen Häusern könnten die Leute, die wir hier einziehen lassen, wenn wir hier ein Haus hätten, ja nichts mehr rausholen. Aus den Häusern hier holen die nichts mehr. Es muss Vorrat in der Scheune sein, sonst funktioniert das nicht. Ah, guck mal hier. Wir haben Grundmauern. Wir haben Grundmauern und einen Grund zu mauern. Schön. Und außerdem haben wir einen Grund, die Folge zu beenden, denn wir sind bei 20 Minuten angelangt. Das heißt, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffe, die Session hat ein bisschen Spaß gemacht bis jetzt. Falls ja, würde ich mich über ein Däumchen freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Kerkel.